Jesus warnt, ihr steht am Abgrund. Eure Welt war noch nie in einer prekäreren Lage. 15. Oktober 2020. Claires Albtraum und Worte von Jesus. Gesprochen von Jackie. Claire begann: Möge der Friede des Herrn mit euch sein, Herzbewohner. Ich möchte einen Traum mit euch teilen. Nein, eigentlich sollte ich Albtraum sagen. Er begann gerade, bevor ich aufwachte. Und jene Träume tragen meistens die Signatur des Heiligen Geistes, was bei diesem Traum der Fall war. Ich war in einem Industriegebiet einer Stadt, wo es Lagerhäuser gab. Es sah alt und runtergekommen aus. Es gab alte Fabriken, Felder und auch Wohngebäude, sowie auch modernere Fabrikgebäude, wie ihr sie in einer größeren Stadt sehen würdet. Die ganze Gegend war irgendwie heruntergekommen. Wie auch immer, Ezekiel und ich lebten in einer kleinen Wohnung. Es erinnerte mich an eine alte Gegend in Chicago mit verschiedenen Reihen von dreistöckigen Gebäuden, wo jede Etage an jemand anderen vermietet war. Aus irgendeinem Grund verwandelte sich diese friedliche Nachbarschaft in eine Krisensituation. Einige Beamte hatten die ganze Gegend in Beschlag genommen. Sie gingen von Tür zu Tür, um Menschen zu überprüfen. Es wurde klar, dass sie Menschen im mittleren Alter und Pensionierte festnahmen, Großmütter und Großväter und alle, die irgendwelche Beschwerden hatten. Ich fiel eindeutig in die Kategorie jener, nach welchen sie suchten, um sie einzusammeln, und irgendwie saß ich in der Falle und sie nahmen mir meine Kleider. Ich wurde in diesem Lagerhaus festgehalten und ich konnte keinen Fluchtweg erkennen. Ganz plötzlich kam mir ein obdachloser Mann zu Hilfe und er führte mich durch die Überreste einer runtergekommenen Fabrik, bis er einen Durchbruch in der Wand fand und er sagte mir: Lauf, so schnell du kannst. Ich hatte keine Kleider an und es war immer noch Tag, aber ich rannte sowieso. Dieser Ort erinnerte mich an den Ort, wo wir Nahrung abholen, um es unter den Armen zu verteilen. Jedenfalls erwachte ich aus dem Traum, während ich rannte. Meine Lieben, ich erwachte und stand unter Schock. Ich hatte so viele Träume wie diesen. Unschuldige Menschen, Behinderte und Ältere, pensioniert und arm, wurden in eine Fabrik zusammengetrieben und festgehalten. Jene, die uns zusammentrieben, waren eine Art neue Regierung, die die legitim gewählte Regierung stürzte. Liebe Familie, ich kann nicht genug betonen, wie entscheidend diese Wahlen vom 3.11.2020 sind. Es gibt eine Schattenregierung, eigene Uniformen und junge Menschen mit denselben Ideologien, die ausgebildet wurden und bereit sind, sich in Aktion zu schwingen. Kurz gesagt, ihr Job ist es, die nutzlosen Fresser zusammenzutreiben, die Kranken, die Behinderten, die Älteren, die freidenkenden Menschen und die Christen, um sie loszuwerden. Die einzigen, die ihnen im Weg stehen, sind die Christen, die Patrioten und unser Präsident Donald Trump. Aber selbst hinter den Kulissen ergreifen einige immer noch Maßnahmen, die von unserer Regierung nicht genehmigt wurden. Ihr Plan ist, die Selbstständigkeit von Amerika komplett zu zerstören und das Land in einen weiteren Satellitenstaat der Schattenweltregierung zu verwandeln. Dieser Plan wurde zur Zeit der Französischen Revolution in Gang gesetzt. Die Menschen, die dahinter standen, wussten, dass sie sterben würden, bevor dies Realität würde,
aber sie waren entschlossen, ihren Teil dazu beizutragen, in ihrer Generation, um dies herbeizuführen. Sie haben jahrhundertelang gewartet und jetzt tritt dieses Beast-System in Erscheinung. Und das Einzige, was sie zurückhält, ist die Trump-Regierung und die Patrioten, die in den Vereinigten Staaten leben und bereit sind, selbst aktiv zu werden, um unsere Rechte zu schützen. Was ich damit sagen will, ist, sollte unser Präsident ermordet werden, was sie mindestens 25 Mal versucht haben, oder durch das Virus sterben, welches sie auch ins Weiße Haus eingeschleust haben, sollten sie erfolgreich sein, werden wir am nächsten Morgen aufwachen und meine wiederkehrenden Albträume werden Realität sein. Es gibt nur eine Sache, die das verhindern wird, und das ist das Gebet. Gebet, Gebet, Gebet. Und der Herr hat mir ein Gebet gegeben, das ich euch in Liedform übergeben soll, damit ihr es euch merken und immer wieder beten könnt, um unsere Nation zu schützen. Ich arbeite gerade daran und hoffe, dass ich es heute abschließen kann. Aber hier ist das Gebet ohne Musik. Blut und Wasser aus dem Herzen von Jesus, Quelle der Barmherzigkeit, ich vertraue dir, unsere Nation und unseren Präsidenten zu retten. Ich bin noch dabei, die Worte mit der Melodie zu vereinen. Der Herr bat meinen Mann Ezekiel, dieses Lied während der Anbetung 4 Stunden lang durchgehend zu beten, und er sagte, dass es ein Teil von ihm geworden sei, dass er sich mit dem Herzen von Jesus vereint fühlte, eins mit ihm, um diese Petition unserem himmlischen Vater zu überbringen. Herr, was ist auf deinem Herzen? Jesus begann: Meine Leute, eure Welt war noch nie in einer prekäreren Lage als jetzt. Dies ist die Zeit, von der in Daniel die Rede ist, wo die ganze Welt von dem Beast-System übernommen werden wird. Ihr habt gefastet und gebetet und wurdet von meinem Vater erhört. Und als Antwort auf die Gebete hat er eure Zeit noch ein wenig verlängert, besonders aufgrund des göttlichen Barmherzigkeitsgebets und des Gebets: Vater, bitte gewähre uns mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit. Unsere barmherzige Mutter, bete für uns. Jetzt habe ich noch ein Gebet zu eurem Arsenal hinzugefügt, um die Zeit, die Gnade und die Barmherzigkeit zu verlängern. Aber ihr steht jetzt am Rande eines Abgrundes und ich brauche eure Gebete aufs Neue, um zu verhindern, was geplant ist. Die euch gewährte zeitliche Verlängerung ist bedingt und hängt von eurer persönlichen und nationalen Reue, von euren Almosen sowie von der Zerknirschtheit eures Herzens während des Gebets ab, sowie von eurer Stimmabgabe. Denkt daran, wenn ihr für jene stimmt, die es gutheißen, ein gesundes, lebendes Baby im Mutterleib zu töten und es Stück für Stück herauszureißen, wenn ihr dies gutheißt, werdet ihr auch zur Rechenschaft gezogen werden für die Verbrechen an den Unschuldigen. Ich habe viel Gutes geplant für dich, Amerika, sofern ihr aufsteht und eurer Stimme Gehör verschafft, nicht nur in dieser Nation, sondern hinauf bis zum Thron meines Vaters. Ich bin ein Gott des Lebens, nicht des Todes. Ich habe nicht den Wunsch, euch diese brutale Lebensweise aufzuzwingen. Aber ihr müsst euren Teil dazu beitragen, und wenn ihr nicht treu seid, kann ich euch nicht segnen mit dem, was ich vorhabe. Einige sind aufgerufen, es laut von den Dächern zu rufen: Bereitet den Weg für den Herrn. Und andere werden aufgerufen, ihrer Regierung zu dienen. Aber ihr seid alle aufgerufen, euch auf die Knie zu begeben und zu beten, dass mein Wille geschehe
und mein Königreich auf die Erde komme, genauso wie es im Himmel ist. Amen.